Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 17. Juli 2023. Wir haben ein sehr schönes Wochenende hinter uns und wir hoffen, dass es euch ähnlich ging. Andreas, du bist schon wieder frisch gewaschen und gebügelt, strahlst und freust dich auf diesen neuen Podcast. Genau, darauf freue ich mich und ich freue mich auch darüber, dass wir mit 26 Grad Temperatur, die wir heute haben, und wir hatten auch ein wunderschönes Wochenende mit ganz viel Sonne, blauen Himmel, schon ziemlich heiß mit über 26 Grad, aber immer noch unterhalb der Todesgrenze, die ja jetzt ungefähr laut Herrn Lauterbach bei 30 Grad liegen soll. Also insofern geht es uns gut und heute erwarten wir wieder einen sonnigen Tag mit einigen wolkigen Abschnitten und morgen soll es dann auch wieder mal endlich ein bisschen Regen geben. Tut uns auch gut und vor allem der Natur. Und was ist mit dem See? Der See, ja, wenn ich den See sehe, dann brauche ich kein Meer mehr, wie ich immer sage. Und das heißt, der See, der ist momentan in einem hellblau changierenden Zustand. Und ich glaube, damit ist es gesagt. Vorher das satte Grün hier am Ufer, auch von der Seite, wo wir auf den See sehen. Und leichtes Changieren, leichte Schlieren, aber schöne natürliche Schlieren durch die Wellenbewegung und so weiter. Also bevor ich mich jetzt hier völlig vergehe, du kannst das wieder haben, das Wort. Ich danke dir, lieber Andreas. Jetzt wissen wir aber wirklich bis auf die letzte Schliere, wie der See aussieht. Und damit sehe ich dieser Sendung dann auch in großem Optimismus entgegen. Findest du, dass wir das heute gut machen? Ja, also ich bin von mir bisher schon begeistert und von dir ja sowieso. Es klingt heute so gestellt. Findest du? Nee, überhaupt nicht. Ja, ein bisschen, ne? Also ich denke mal, wir gehen jetzt mal in den sachlichen Nachrichtenton. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ach nee, das war wieder was anderes. Ist auch egal. Ja, aber wir bleiben trotzdem bei den Öffentlich-Rechtlichen, denn, und das ist schon sehr spannend, wieso die Mainstream-Hofberichterstatter reagieren, wenn einer aus dem eigenen Stall dann mal anders reagiert als gesinnungsmäßig vorgeschrieben. Die Junge Freiheit berichtet über eine beim Bayerischen Rundfunk beschäftigte Redakteurin namens Julia Ruß. Und die musste sich jetzt in aller Öffentlichkeit, oder zumindest fühlte sie sich berufen, sich entschuldigen zu müssen, dass sie jedenfalls nicht mit der AfD sympathisieren wolle. Andreas, bevor wir hier zu dem Vorgang kommen, ich frage mich immer wieder, ich meine, die AfD liegt bei inzwischen weit über 20%, also Minimum bei einem Fünftel aller Bürger in Deutschland, die, wenn sie heute wählen dürften, eben die AfD wählen wollten. Muss man sich dann noch entschuldigen, wenn man irgendetwas Proaktives für diese Partei verlauten lässt? Also eigentlich überhaupt nicht, zumal ja 20% der Wähler dann ja auch verantwortlich sind für die Finanzierung des Bayerischen Rundfunks. Das heißt, der Bayerische Rundfunk wird ja durch AfD-Wähler maßgeblich finanziert mit 20%. Und ich finde es ganz schön, wenn eine Redakteurin dann an der Stelle sich auch einfach mal bei den Finanziers des Bayerischen Rundfunks und auch der anderen öffentlich-rechtlichen Medien einfach mal bedankt, indem sie zumindest mal versucht, ein halbwegs objektives Bild des Nicht-Bashens mal von sich zu geben. Das hatte sie versucht, diese Frau Ruß, Julia Ruß, und hatte, nachdem sie einen Beitrag zum Fachkräftemangel in Deutschland zerpflückt hatte, dann hier klargestellt. Also, die ARD-Tagesschau hatte am Samstag eine sogenannte Wirtschaftsweise zitiert, die die AfD als Abschreckung für ausländische Arbeitskräfte angeprangert hatte. Und da hat dann die Julia Ruß dazu geschrieben, wörtlich, jetzt soll also die AfD am Fachkräftemangel mit Schuld sein. Aha, ist wohl eher so, dass vor allem unser Sozialsystem für Migranten attraktiv ist und Fachkräfte keinen Bock auf ein Land haben, in dem es ein berechtigt miserables Ausländer-Image gibt, das andere ihnen eingebrockt haben. Und daraufhin hat es also empörte Kommentare
gehagelt von Profilen, die sich zumeist als politisch links eingestellt ausweisen, schreibt die Junge Freiheit. Zum Beispiel wird hier zitiert, jemand, der gesagt hat, schmeißt du dich gerade ernsthaft in die Bresche für eine rechtsextreme Partei, die allein dafür verantwortlich ist, dass das Bild von kriminellen Ausländern entstanden ist. Und zudem markierte dieser Nutzer den Bayerischen Rundfunk und fragte mit Blick auf Frau Ruß, wie lange er denn vorhätte, diese rechtsradikale Person noch zu ertragen. Ja, das ist wirklich unfassbar, was hier gemacht wird. Und man erkennt wirklich diese gnadenlose Stumpfheit und Dummheit, die dort wie ein großes morphogenetisches Feld über Deutschland steht. Wir haben ja nun auch viel Kontakte zu allen möglichen internationalen Menschen. Wir haben Kontakte zu Philippinen, zu Indern, auch zu Pakistanis, natürlich auch zu vielen Kanadiern, ob sie zu den Natives gehören oder eben halt auch die später Eingewanderten, die seit ein paar Generationen hier wohnen. Interessanterweise habe ich bisher von keinem gehört zum Thema Deutschland, und Deutschland ist überall im Gespräch, das muss man auch ganz klar sagen, dass es da eine AfD oder einen Rechtsruck gibt in Deutschland, sondern zwei Namen können fast alle aussprechen, Baerbock und Habeck. Und die fragen, was habt ihr da für Leute und warum macht ihr euer Land kaputt? Das ist der Tenor, den wir hören von Ausländern, die hier in Kanada aus allen verschiedenen Nationen hergekommen sind und sagen, um Himmels Willen, Deutschland, nein, danke. Aber die AfD ist als Grund nicht dabei und auch nicht das rechte Gedankengut. Wobei doch in den Nachrichten über die AfD als rechte Partei hier durchaus auch berichtet wird. Aber ich möchte noch mal hier zu diesem Vorgang zurückkommen. Also auch grüne EU-Abgeordnete haben sich da zu Wort gemeldet. Erik Marquardt zum Beispiel, der hat gesagt, man hat schon das Gefühl, dass einige Konservative zur Selbstbeweihräucherung eine Selbstradikalisierung durchlaufen, bei der es nur noch darum geht, die boshaftesten Gedanken, die in ihnen schlummern, als die absolute Wahrheit zu sehen. Es handele sich hier um eine Rebellion gegen den bösen linksgrünen Mainstream, der vermeintlich alles und jeden zu canceln versuche. Ja, Herr Marquardt, würde ich mal so unterschreiben, dass versucht der Mainstream, der Linksgrüne. Und ich kann mir vorstellen, aus eigener Erfahrung sogar, wie es dieser Redakteurin Julia Ruß bei diesen Reaktionen ergangen sein muss, was sie innerlich durchgemacht hat. Denn man hat dann das Gefühl, sofort beteuern zu wollen, wieso mache ich doch gar nicht. Ich kenne das alles auch zu gut. Und sie hat jetzt also dann auch einen Post getweetet, damit sich alle wieder beruhigen. Eine Klarstellung, ich hatte nicht vor, die AfD mit meinem vorigen Tweet in Schutz zu nehmen, wollte mich in keinster Weise parteipolitisch positionieren. Ich sympathisiere nicht mit der AfD. All das bei Twitter, Andreas. Mhm. Reine Verzweiflung, wenn man jemanden wie eine Redakteurin, die ja eigentlich weiß, bei wem sie arbeitet, dann aber so unter Druck setzt. Naja, und das war eben halt kein Bedürfnis aus meiner Sicht von dieser Dame, sich dann anschließend so rechtfertigen zu müssen, sondern das war mehr oder weniger eine Nötigung, damit sie es macht, damit sie ihren Job behält und eben nicht weiter nach unten gerät. Das sind extrem gefährliche Indizien für eine Zeit, die zu einer Ausrichtung entarten kann, wie wir sie schon mal gehabt hatten, und das Ende der 20er Jahre. Anfang der 30er Jahre, wo dann letztendlich eine Vordenke stattfand und dann letztendlich alle dort mit gezwungen wurden, hinterherzulaufen. Und hier Parallelen zu ziehen, bedeutet eben nicht die Verharmlosung, sondern der Hinweis auf die Bedrohung, die diesem Land droht. Vor allem der Beginn, also das war ja dann auch noch eine andere Zeitepoche, der Beginn mit diesen ganzen Druckmitteln, die Menschen unter Druck zu setzen, Gesinnungsverbote, Denkverbote auszusprechen. Und ja, also man kann schon sagen, ich möchte keine Vergleiche ziehen. Das finde ich in der heutigen Zeit problematisch. Distanziere mich auch davon, Herr Popp. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, das geht ja auch in anderen Ländern, die plötzlich wirklich dann totalitär geworden sind. Nehmen wir mal
Ja, sozialistische Systeme und kommunistische Systeme. Da geht es genauso los. Wir waren ja ganz nah dran an der DDR. Nun muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, warum es nicht erlaubt ist, Vergleiche mit der Weimarer Republik zu machen. Denn darum geht es. Wir reden ja von der Zeit Ende der 20er bis 1932, als zum Beispiel, wenn SPD-Genossen auf einen Parteitag wollten, sich getroffen haben, beispielsweise zu Parteibesprechungen, dass man ihnen dann verwehrt hat, dort irgendwelche Lokalitäten aufzusuchen. Und das waren eben Strukturen, die auch die AfD zurzeit eben halt immer wieder erleben muss. Und ganz klar, um es deutlich zu sagen, das war nicht die Nazi-Zeit, das war die Weimarer Republik. Ich rede von 1932, nicht von 33 folgende. Und damit ist es wieder geklärt. So, damit haben wir das auch ganz klar gemacht. Auf jeden Fall wird hoffentlich für diese BR-Redakteurin dieses Erlebnis vielleicht eine Weiterentwicklung ermöglichen, um tatsächlich in eine Art innere Unabhängigkeit zu kommen. Denn es macht natürlich keinen Spaß, wenn man so zurückrudern muss. Und eigentlich ja auch weiß, bei wem man arbeitet. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Ich möchte heute mal mit dir gemeinsam hinweisen auf eine recht junge Redaktion. Die gibt es zwar einige wenige Jahre schon, aber sie haben sich jetzt erst vor sehr kurzer Zeit formatiert zu einer, ich sage mal in Anführung, schlagkräftigen Gruppe. Denn also diese Redaktion heißt Apollo News. Sie selbst bezeichnen sich als die mit Abstand jüngste professionelle Redaktion in Deutschland. Viele von ihnen sind ausgebildet worden und haben gearbeitet bei Tichys Einblick. Wir zitieren hier viel aus Tichy. Die Artikel sind euch inzwischen auch bekannt und sind zum großen Teil sehr gute Recherchen. Viele von Tichys jungen Leuten sind dann übrigens abgeworben worden von Julian Reichels Redaktionen, Rome Media, und waren da eine Weile tätig. Und dann ist aber eine Gruppe von denen wiederum abgewandert, aus welchen Gründen, das können wir jetzt hier nicht genau sagen, aber sind dann in diese Apollo-Redaktion gegangen. Und ihr solltet euch die ruhig mal ein bisschen näher anschauen. Wir verlinken auch einiges von ihnen. Was schreiben die über ihre Mission? Da heißt es: Wir sind davon überzeugt, dass die Medienlandschaft nicht so bleiben kann, wie sie ist. Zu viele Kollegen haben sich gemein gemacht mit dem Zeitgeist, haben sich zu sehr dem Machtzentrum im politischen Berlin angenähert. Zu viele haben vergessen, dass Journalismus stören muss, dass Journalismus gegen die Mächtigen nicht für sie schreiben muss, dass Journalismus Missstände aufdecken muss und nicht bloß politisches Agenda-Setting verstärken sollte. Wir glauben, dass es anders geht. Wir glauben auch nicht, dass die Zeit von gutem Journalismus vorbei ist. Wir glauben nicht, dass die Menschen nur noch inhaltsleeren Schrott-Content konsumieren wollen. Wir richten uns an ein mündiges bürgerliches Publikum. Wir glauben, dass Artikel sauber recherchiert und ausführlich sein müssen und dass Qualität sich am Ende immer durchsetzt. Andreas, da wir ja oft hier auch ein bisschen lamentieren, dass es mit der Zeit des guten Journalismus fast vorbei ist, ist dies doch eine gute Ja, Nachricht. ein Lichtstreif am Horizont, den man hier erkennen kann. Und es ist gut, dass es sowohl Tichy als auch Reichelt, als auch diese Apollo jetzt gibt. Oder eben halt auch uns in aller Bescheidenheit, weil wir alle nicht gemeinsam, sondern jeder für sich und zwar eigenverantwortlich und mit eigener Perspektive auftritt. Das macht nämlich den Journalisten aus, den Einheitsbrei zu verlassen und seine eigene Perspektive zu beziehen. Natürlich die Meinungen auch zu kennzeichnen, wie wir das hier immer wieder deutlich machen. Und wenn ich es mal nicht mache, dann regelst du das immer gleich hinterher und sagst, das war die Meinung und das ist genau richtig so. Und ich glaube auch, die Fachkräfte des Journalismus, also wirklich gute Journalisten, haben überhaupt keine Heimat mehr, wie wir gehört haben, nicht einmal mehr beim Bayerischen Rundfunk. Da werden Fachkräfte, journalistische, gute Leute offenbar nicht geschätzt, sondern gebasht und genötigt. Und an der Stelle ist es dann so, dass sie dann ihre eigenen Art Selbsthilfegruppen bilden. Und ich finde,
das gut und man kann also diesen Menschen dort nur alles, alles Gute wünschen und auch den Zuhörern und den Nutzern dieser Information sagen, unterstützt sie mit, denn das ist auch ganz wichtig, dass sie Unterstützung bekommen. Es ist heute so selbstverständlich, dass immer alles umsonst ist, aber bitte unterstützt sie mit, die sind davon abhängig. Umsonst nicht, aber kostenlos, würde ich mal sagen. Ja, denn die Arbeit, hoffe ich, ist dann nicht umsonst. Aber das ist ja etwas, was wirklich auch immer mal wieder thematisiert werden sollte. Denn die großen öffentlich-rechtlichen Gebührenzahler, Zwangsgebührenzahler, Medien, die schwimmen im Geld. Die wissen gar nicht, wie sie es so schnell mit irgendwelchen Prachtbauten wieder ausgeben sollen. Aber gerade die Alternativen oder die freien Medien, zu denen wir auch gehören, die müssen selber zusehen, wie sie das Ganze finanzieren und wie sie ihre Arbeitskraft finanzieren. Und diese jungen Leute hier, ich denke auch, das ist sicherlich ein, also wenn jemand mal was spenden will oder so, kann er sich das gerne auch mal näher anschauen. Hier heißt es auch, was Sie sich so genauer ansehen, Recherchen unter anderem zum dubiosen Studiengang von Annalena Baerbock, dann der Säurebehandlung von abgeschalteten Atomkraftwerken bis zu Verbindungen von Patrick Greichen oder der Bezahlung von öffentlich-rechtlichen Journalisten durch die Bundesregierung sorgten immer wieder für bundesweite Aufmerksamkeit und das ist unter anderem aus den Federn dieser jungen Leute geflossen, die dann zum Teil da noch zu diesem Zeitpunkt beim Pleiteticker waren, aber eben immer auch genauer hinschauen und gut recherchieren. Das sind die wichtigen Dinge und das sind auch die Grundlagen, woraus dann die Diskussion um den Rechtsstaat wieder resultieren wird. Das wäre der nächste Schritt und dann solche Menschen wie Herrn Haldenwang beispielsweise auch ganz klar in den Fokus gestellt wird, der vorgibt, Verfassungsschutzpräsident zu sein und damit die Verfassung zu schützen, aber gleichzeitig Gruppierungen, die für Anschläge finanziert werden aus dem Ausland, als wichtige politische Kräfte zu bezeichnen, also die echten Verfassungsbrecher. Und das sind eben halt solche extremen Verwerfungen. Und es ist für einen Journalisten, der heute aktiv und gut arbeitet, ein ordentlicher Journalist, so wie die das bei Apollo hoffentlich alle dann sind und sich das dann auch herausstellen wird, natürlich ein traumhafter Job, endlich wieder frei denken zu können und sich frei entwickeln zu können in der Wortwahl. Das sind die entscheidenden Faktoren, weg aus dem Einheitsbrei, aus dieser faschistoid angelegten Struktur der Massenmedien. So, und es gibt übrigens auch eine Apollo-Akademie. Und das ist vielleicht interessant für alle diejenigen, die hier zuhören und sagen, Mensch, eigentlich würde ich das Handwerk auch gerne erlernen. Man muss wahrscheinlich nicht nur blutjung sein, sondern einfach interessiert. Und die bilden also aus. Und nur junge Leute. Zwischen 15 und 25 Jahren. Okay, dann nehme ich die älteren Herrschaften da mal wieder raus. Und da gibt es also Trainings, Übungen, Recherchetechniken, Interviewführung, Reportagen oder Kurzvideos zu drehen. Und sie werden unterstützt, wie sie selber schreiben, von namhaften Referenten und den Journalisten der Apollo-Redaktion. Und unter anderem als Referenten waren da auch schon Roland Tichy, Julian Reichelt, Henrik M. Broder, Ralf Schuler, Peter Hane, Daniel Gräber und einige mehr. Ja, und ich finde das auch gut, dass man hier auf die jungen Leute ganz bewusst geht. Das muss ich auch ganz klar sagen. Aus dem Grunde, dass wir auf der anderen Seite natürlich eine gigantische Übermacht haben. Das ist ja so dieser Kampf David gegen Goliath. Und diese Übermacht natürlich finanziert wird aus den großen Kapitalsammelbecken der sogenannten Philanthropen, womit man dann Menschen mehr oder weniger abrichtet. Und zwar abrichtet in Form einer richtigen Indoktrinierung. Und dem ein bisschen entgegenzuwirken, ist es wichtig, Freiheit mit ins Spiel zu bringen. Nämlich Freiheit im Denken, Freiheit in der Entwicklung, eigene Kreativität, eigene Sichtweisen und Sachverstand vor allem und Unabhängigkeit. Und darauf kann man nur hoffen, dass möglichst auch viele von diesen Organisationen noch auf den Markt kommen und dass diese hier auch dann entsprechend erfolgreich laufen wird. So, wir haben heute die gute Nachricht am Anfang der Sendung gebracht.
Jetzt geht es weiter mit hartem politischen Tagesgeschäft. Also, wir lesen zum Beispiel bei der Berliner Zeitung über Wladimir Putin, und zwar in Bezug auf den 15. BRICS-Gipfel, der nächsten Monat vom 22. bis 24. August in Johannesburg stattfinden wird. Und es ist ja unter anderem, weil zu den BRICS-Staaten Russland nun mal in erster Linie mit dazugehört, es ist die Rede davon, dass Südafrika im Moment alles tut, damit Herr Putin selbst nicht anreist, sondern Sergej Lavrov als Außenminister, eine ganze Brigade aus Russland, aber bitte er selbst nicht, denn es gibt ein richtiges Problem. Am 17. März erließ der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen Herrn Putin wegen des Vorwurfs der Zwangsumsiedlung ukrainischer Kinder nach Russland. Und Südafrika ist Unterzeichner des Internationalen Strafgerichtshofs und damit sind die in der Bredouille. Also, das ist eine ziemlich heikle Geschichte jetzt natürlich. Ich muss ehrlich sagen, innerlich zieht sich bei mir auch ein bisschen was zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass er dort runterfliegen würde, weil er damit natürlich sich in eine persönliche Gefahr begibt. Und ich glaube, was sich niemand wünschen sollte, ist jetzt, dass Herrn Putin etwas zustößt und dann ein Machtvakuum entsteht, wo wir nicht wissen, wie das läuft. Wir haben eine ganz interessante Beobachtung zu machen, so finde ich. Es gibt ja Journalisten, das ist ja die große Masse, vermutlich nicht die, die bei Apollo arbeiten, die glauben, dass der Krieg mit der Ukraine 2022 begonnen hat und nicht 2014, was die Wahrheit wäre. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass wir, wenn wir diese historische Entwicklung dieses fast 10 Jahre dauernden Krieges jetzt in der Ukraine, wenn wir die jetzt Revue passieren lassen, dann stellen wir fest, dass es nicht zur totalen Eskalation gekommen ist. Und das finde ich schon beeindruckend. Und das unter der Kreml-Führung von Herrn Putin. Das soll natürlich nicht heißen, dass ich sage, er ist dafür verantwortlich. Aber das soll heißen, dass unter seiner zumindest offiziellen Führung es nicht zur totalen Eskalation und zum Dritten Weltkrieg gekommen ist. Trotz aller Anreizungen, die vom Westen gelaufen sind, ihn eigentlich oder den Kreml dazu zu bringen und ihn da auch sehr nahe auf die Pelle zu rücken. Bevor du jetzt Herrn Putin zum Heiligen erklärst, wollen wir hier mal weiter reinlesen. Also zum Beispiel meldet die südafrikanische Zeitung Mail and Guardian unter Berufung auf gleich mehrere Quellen, und das ist auch das, was umstehende Experten äußern, dass die südafrikanische Regierung es für unwahrscheinlich hält, dass der Kreml von der Haltung abrückt, dass Putin persönlich neben den Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Indien, China und Südafrika an der Konferenz teilnehmen wird. Und es heißt von südafrikanischer Seite, dass es ein großes Dilemma für die Regierung sei, wörtlich, natürlich können wir ihn nicht verhaften. Es ist fast so, als würde man einen Freund zu sich nach Hause einladen und ihn dann verhaften. Deshalb ist für uns sein Nichtkommen die beste Lösung. Und der das gesagt hat, ein Herr Mashatile, wurde vom südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa damit beauftragt, jetzt eine Lösung zu finden. Und man überlegt auch, ob es vielleicht richtig wäre, die Einladung an Wladimir Putin zurückzuziehen, was angesichts der Tatsache, dass Russland natürlich ein ursprüngliches Mitglied der BRICS ist, eine heikle Option wäre. Sowas gab es eigentlich bis jetzt noch nie. Aber Andreas, das ist jetzt eine Sache, es sind noch 5 Wochen Zeit, also es kann sich noch einiges tun. Ist ganz schwer im Prinzip, es ist eine ziemlich schwierige und spannende Situation. Man kann sich nur wundern, wie das dann nachher ausgehen wird. Ich persönlich tendiere dazu, dass die Aktivitäten, die weiter auch auf dieser Seite Westen gegen Russland laufen, dass dort bestimmte Tagesgeschäfte so wichtig werden, dass er sich das gar nicht leisten kann, runterzukommen. Denken wir an die Suwałki-Gasse beispielsweise. Das ist eine ganz wichtige Größenordnung, die ja nach Kaliningrad rübergeht, die ja in der Diskussion ist zwischen den baltischen Staaten, die eventuell, dies ist so eine Art Korridor, eine Art Transitstrecke, um von Russland nach Russland zu kommen, sollte man sich einfach mal ansehen. Von Russland nach Russland, nämlich von Russland nach Kaliningrad, Russland. Da muss man durch ein Stück Fremdgebiet durch die baltischen Staaten, Litauen,
Und das ist Polen-Litauen, ist das an der Grenze. Und diese Suwałki-Gasse, Gap, ist also wirklich ein ganz wichtiger Punkt, der momentan in der Diskussion steht. Also man kann da ganz schnell auch einen Grund finden, um zu sagen, er wird dann eben doch nicht kommen können. Ich vermute mal, dass es darauf hinauslaufen kann. Das wäre wahrscheinlich die diplomatischste Lösung, dass man einfach so wichtige Geschäfte hat. Es geht ja grundsätzlich auch jetzt um einen großen Konflikt, der immer größer wird in der ganzen Welt. Denn die BRICS-Staaten und viele, die jetzt in die BRICS hinein wollen, wir haben jetzt mehrfach schon darüber berichtet, sehr viele Länder, Dutzende nämlich, die sind sich einig, dass sie den Westen, was die Frage des Ukraine-Krieges angeht, tatsächlich nicht in wirklich allen Fragen unterstützen, sondern das Gegenteil ist eher der Fall. BRICS, da ist ja auch China mit drin, Indien. Und so ist eben auch jetzt beim Lateinamerika-Gipfel mit der EU, der heute und morgen stattfindet, das zu einer ganz großen Frage geworden. Da treffen sich jetzt in Brüssel Staats- und Regierungschefs von 33 Ländern der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, kurz CELAC. Und die werden sich jetzt morgen und heute mit den Kollegen aus der Europäischen Union zu einem gemeinsamen Gipfel treffen, dort in Brüssel. Und dieses Treffen findet nach 8 Jahren statt, oder es ist überhaupt das erste Treffen dieser Art, nachdem Europa die Region jahrelang vernachlässigt hatte. Andreas, und jetzt, wo tatsächlich dem Westen die Fälle davon schwimmen, versucht man in aller Eile, man hat es ja an den vielen Auslandsreisen von Annalena Baerbock und Herrn Habeck gesehen und auch Herrn Scholz, was sie gebracht haben, unterm Strich haben wir auch wahrgenommen. Man versucht mit aller Kraft jetzt, die letzten Länder dieser Erde noch für sich einzunehmen. Ob das allerdings gelingt, ist die Frage. Das sind so im Prinzip Manöver des letzten Augenblicks, die aber auch gar nicht mehr gelingen können aus meiner Sicht. Der wichtigste Punkt, den wir zurzeit zu diskutieren haben, ist, dass der US-Dollar mit der US-Dollar-Leitwährung zurzeit dabei ist, nicht nur an Boden zu verlieren, sondern eventuell in Kürze schon der Vergangenheit anzugehören. Das wird die gesamte Weltfinanzinfrastruktur komplett aus den Angeln heben. Und nichts wird mehr so sein, wie es mal war. Ich habe vorhin gesehen, dass du heute ganz viele Themen hast und ich werde da heute nicht zu kommen. Aber ich denke, dass wir da am Mittwoch mal auch entsprechend noch mal was dazu vorbereiten. Ich werde da mal noch ein bisschen was dazu sagen, was gerade diese Goldstandard-Geschichte, ich bin da jetzt näher dran, habe mich jetzt näher damit beschäftigt, was diese neue BRICS-Währung anbelangt. Das ist das Thema. Und hier herrscht Panik im Moment. Und nun muss man ja zu wissen, dass wenn USA befiehlt, ja die Mitverbündeten ja immer grundsätzlich gehorchen. Und momentan ist die Befehlslage aus USA selbst konfus. Und das spiegelt sich jetzt auch bei den Alliierten wieder letztendlich, die genauso konfus in einer Art Aktionismus da verfallen und versuchen da irgendwie mit Südamerika und mit sonstigen Dingen irgendwie noch Land zu gewinnen oder Land zurückzugewinnen, was schon längst verloren gegangen ist. Es ist eine sehr spannende Zeit, in der mehr oder weniger alle den Überblick auch verloren haben. Und es geht eben jetzt bei diesem Gipfel mit den karibischen und lateinamerikanischen Ländern überhaupt nicht darum, dass man jetzt unbedingt darauf aus ist, den Westen in dem Ukraine-Krieg zu unterstützen, sondern es geht den Ländern jetzt um ganz andere Sachen. Es wird hier betont von den Sprechern, dass es wichtig ist, zunächst zu sagen, dass es bei dem Gipfel nicht um die Ukraine geht. Das ist ein Originalzitat von Da Costa e Silva. Und ein lateinamerikanischer Gegenvorschlag einer Abschlusserklärung war zuvor, wir hatten auch letzte Woche kurz darüber gesprochen, von mehreren EU-Mitgliedstaaten, sagen wir mal gelinde, mit Überraschung und eher mit ziemlicher Skepsis aufgenommen worden. Denn da hatte es keine expliziten Formulierungen mehr gegeben zur Unterstützung der Ukraine. Man hatte den Umweltschutz der lateinamerikanischen Staaten eher betont. Und und jetzt geht es sogar ums Eingemachte, jetzt geht es um Forderungen von Seiten der lateinamerikanischen Länder,
was koloniale Reparationen angeht. Da kommen wir gleich noch ein bisschen expliziter drauf. Costa e Silva sagt, der EU-Text war ein Text, also mit dem sich die Europäische Union an die lateinamerikanischen Länder gewandt hatte, der sich an den Interessen der EU ausgerichtet hatte. Also haben die CELAC-Länder, also die karibischen und lateinamerikanischen, natürlich einen Gegenvorschlag auf den Tisch gelegt, indem sie ihre Vorstellungen von den Beziehungen mit der EU darlegten. Und er sagt, wenn es eine Überraschung von Seiten der EU gab, dann gab es eine Überraschung von Seiten der CELAC zu dem von der EU übermittelten Erklärungsentwurf. Das zeigt ja schon, dass diese Länder sehr viel selbstbewusster agieren als vielleicht noch vor kurzer Zeit. Naja, und man muss mal wissen, wer sind die Adressaten, an wen sich jetzt die lateinamerikanischen Länder wenden, um von dort Reparationszahlungen zu bekommen. Sind nicht die Vereinigten Staaten von Amerika, die nacheinander ein südamerikanisches Land nach dem anderen übernommen und auch über sogenannte Hitmans, das sind also Menschen, die aus Geheimdienstaktivitäten sich in die Führungsstrukturen von Parlamenten in südamerikanischen Ländern reinschleichen und dort versuchen, diese Länder von innen zu zersetzen und diese Regierungen zu zerstören. Von den US-Amerikanern werden interessanterweise keine Reparationszahlungen gefordert, sondern von Europa. Aha, wieder mal Europa. Und wenn wir wissen, welche Interessen USA verfolgt, nämlich Europa insgesamt als Wirtschaftsstandort zu schwächen oder vielleicht sogar zu eliminieren, dann können wir natürlich auch daraus ableiten oder zumindest eine Vermutung anstellen. Ich wage das, dass auch hier die amerikanischen Informationsdienste eine große Rolle spielen, dass genau dieses Thema von den Südamerikanern jetzt kommt, wo gerade der US-Dollar so dramatisch unter Druck steht. Und man versucht durch die Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Europa ein bisschen Zeit zu gewinnen in den USA. Denn die Zerstörung Europas als Wirtschaftsstandort könnte bedeuten, dass die Wirtschaftsaktivitäten dann in Richtung USA abwandern, was übrigens groß stattfindet. Viele Unternehmen wandern ja zurzeit aus Europa ab in die USA. Und damit versucht man dann eben halt noch so ein bisschen gegenzusteuern. Ja, und die Welt schreibt dazu, die Forderungen der Europäer seien eine Bedrohung für Lateinamerika. Das ist ein Zitat von dem brasilianischen Regierungschef Lula da Silva, der Brüssel grünen Protektionismus vorgeworfen hatte. Die Europäer, die in den Jahren zuvor wegen der umstrittenen Amazonas-Abholzungspolitik auf Distanz zu Lulas Vorgänger Bolsonaro gegangen waren, da gab es ja letztes Jahr einen Regierungswechsel, und die ganz auf Lula gesetzt hatten, könnten sich also verspekuliert haben. Und weiter heißt es, die EU-Forderungen könnten sogar einen möglichen Vertrag zwischen Europa und den südamerikanischen Mercosur-Staaten verhindern. Inzwischen stellen die Lateinamerikaner ihrerseits Forderungen, eben nach Reparationen für den Klimawandel und Reparationen für die Kolonial- und Sklavenzeit. Das hatte erst vor wenigen Tagen der französische Sender France 24 berichtet. Und ja, Andreas, das könnte natürlich auch wieder ein Thema werden, das Europa einfach zurückzwingt. Also damit auch verhindert werden kann, dass die Europäer weitere Forderungen stellen oder Erwartungen haben. Also ich sehe es so, die USA sind das angeschlagenste Land auf der gesamten Welt, ökonomisch und politisch aus meiner Sicht. Und wir sehen, dass USA überhaupt nicht auftritt in diesem ganzen Durcheinander. Südamerika gegen Europa, Europa gegen Russland, China gegen Taiwan. Aserbaidschan ist beispielsweise gegen Armenien und da spielen dann eben dieses besondere Gebiet Bergkarabach eine Rolle. Das heißt, mir erscheint das Ganze wie schon so lange, bloß jetzt in konzentrierter Form, wir hatten das vorher auch, Libyen, Irak, Afghanistan, Syrien, lauter Ablenkungsmanöver von dem eigentlichen Problemfall. Und dieser Problemfall heißt Vereinigte Staaten von Amerika, weil der US-Dollar total überschuldet ist und gerade dabei ist, seine Währungsfähigkeit zu verlieren und die könnte ersetzt werden. Und das ist jetzt ein Prozess, der gerade läuft.
Und die BRICS-Staaten machen schlicht und ergreifend, während dieses ganze Tohuwabohu für die Presse auch läuft und die Leute sich da gegenseitig beschimpfen, die BRICS macht ihre Arbeit und die USA kämpft dagegen. Das ist der eigentliche Krieg, BRICS-Währung gegen die US-Dollar-Währung. So sehe ich das. Gut, und du bringst es ja auch immer wieder auf diesen Punkt, was die Hintergründe sein dürften. Ich gehe dann wieder hier so mittenmang ins Gemetzel rein. Jeder weiß inzwischen, und wer sich ein bisschen mit Weltpolitik auskennt, weiß auch, kennt die Namen Annalena Baerbock, Robert Habeck, Patrick Reichen. Das sind die grünen Klimajünger, die die ganze Welt umbauen, grün machen wollen, aufgrund der Klimawandelpolitik, auf die wir gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Da hat sich nämlich ein Nobelpreisträger dazu geäußert, was er hinter dieser Klimawandelagenda vermutet. Auf jeden Fall gibt es also Kritik an diesen Grünen, nicht nur aus den einzelnen Ländern, die einfach keine Lust mehr haben, sich bevormunden zu lassen, nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sondern hier kommt sogar jetzt Kritik aus der Ampelkoalition direkt. Da hat zum Beispiel sich geäußert der europapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Michael Link, der sagt wörtlich, statt bevormundende Bedingungen in den Bereichen Soziales, Umwelt und Verbraucherschutz zu stellen und den agrarprotektionistischen Interessen einzelner EU-Mitgliedstaaten nachzugeben, muss die EU den Blick auf das Wesentliche richten und das EU-Mercosur-Assoziierungsabkommen endlich ratifizieren. Und das dürfte auch tatsächlich notwendig sein, denn während es zwischen Europa und Lateinamerika in Sachen Freihandel an allen Ecken und Enden stockt, boomt natürlich das chinesische Geschäft in der Region. Gut, an der Stelle muss ich natürlich eines dazu sagen. Die chinesische Wirtschaft im Moment läuft noch verhältnismäßig gut, obwohl auch sie Abstriche nimmt. Man muss aber auch wissen, dass die chinesische Bevölkerung offenbar auch nicht mehr so viele sind, wie es mal waren. Also man merkt da irgendwo, dass da auch Arbeitskräftemangel ist mittlerweile an vielen Stellen. Das hat es in China nie gegeben. Und eines ist wichtig, wenn Europa in Schwierigkeiten noch weiter gerät und auch alle anderen Länder wie USA, dass es ums Überleben geht, dann wird eines nicht mehr gekauft werden. Luxusartikel und billige Artikel. Und nun muss man dazu wissen, dass China gerade der große Produzent von preiswerten, auch Wegwerfartikeln letztendlich ist. Der Walmart ist vollgestopft mit solchen Sachen. Da stehen die Produkte schon kaputt in den Regalen und man sieht, dass da eigentlich fast Müll produziert wird. Und das meine ich nicht böse, sondern ich meine das ganz einfach nur ermittelnd. Das habe ich selbst irgendwann recherchiert und jeder kann das natürlich selbst auch für sich machen und auch zu anderen Ergebnissen kommen. Nun wissen wir aber, dass wenn China die große Massenproduktion nicht mehr liefern kann, dass sie dann in Schwierigkeiten gerät, auch China. Denn hohe Qualität, das tut mir leid, aber das können sie eben nicht, so wie zum Beispiel Deutschland oder Europa oder auch die USA. Das ist wirklich so. Sie konnten gut nachbauen, sie können gute Massenproduktion machen, aber die hohe Qualität, die ist in China eben halt doch noch ein Problem. Das sieht man an den Elektroautos, die da massenweise rumstehen und massenweise auch in die Luft geflogen sind. Das ist da noch schlimmer, als es im Westen der Fall ist. Ja, du hast es gerade gesagt, im Westen der Fall ist. Da haben wir gerade auch über VW berichtet, wo eben zigtausende Autos, E-Autos nicht mehr verkauft werden können, weil sie keiner will. Ja, aber trotzdem, China hat Europa in Lateinamerika längst abgehängt, Andreas. China ist, auf jeden Fall ist das ein aktueller Stand, bereits der zweitgrößte lateinamerikanische Handelspartner, nämlich direkt nach den USA. Und vielleicht noch ein paar Zahlen im Vergleich dazu, erreichte der Handel zwischen der EU und den CELAC-Staaten 2022 ein Gesamtvolumen von 369 Milliarden Euro, während China mit Mittel- und Südamerika auf
437 Milliarden gekommen ist. Ja, das sind wichtige Zahlen aus Sicht der lateinamerikanischen Sicht. Wenn wir es allerdings weltweit sehen, das Bruttoinlandsprodukt, wo es um viele Billionen geht und um Hunderte von Billionen geht jedes Jahr, Bruttoinlandsprodukt, dann kommt natürlich der Punkt dazu, dass man sagt, okay, wir dürfen das auch nicht zu hoch bewerten. Die große Problematik ist, dass der Normalbürger die Zahlen gar nicht mehr zuordnen kann. Wie groß ist das Ganze und wie groß ist dann ein Teil? Eine Million klingt für viele genauso viel wie eine Milliarde, weil es eine Zahl ist, die sie selbst nicht erreichen können, weil sie nicht wissen, wie sie die Butter im Supermarkt kaufen sollen. Auch das muss man mal klar sagen, nur um da noch mal so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Dankeschön, Herr Popp. Andreas, wir wollen mal bei einem Thema halb bleiben und Neues dazunehmen. Wir sprechen immer wieder über viele Klimaziele, die nur erreicht werden deswegen, weil es Investitionsförderungen für Firmen gibt. Viele wandern ab aus Deutschland. Es gibt Maßnahmenpakete, damit reglementiert die EU-Kommission, man kann sagen, die Gesinnungsprüfung von privaten Unternehmen. Und damit sind wir beim Thema ESG. Neue Vorschriften für ESG-Bewertungen, die sollen dafür sorgen, du erklärst gleich, was ESG ist, dass Investitionen ausschließlich in ökologisch und politisch korrekt agierende Unternehmen im Sinne des Green Deals fließen. Und es gab einen Artikel vor wenigen Tagen bei der Achse des Guten. Martina Binnig hat den veröffentlicht und hat sehr interessante Gedanken da hineingebracht. Denn bei diesen Paketen handelt es sich angeblich um eine nachhaltige Nutzung der wichtigsten natürlichen Ressourcen. Das Ziel aber ist zum Beispiel gentechnisch verändertes Saatgut in der ökologischen Landwirtschaft zur Zulassung zu verhelfen. Also es sind ja eigentlich Widersprüche, wie es gar nicht schlimmer geht. Und was dann nachhaltig sein soll, das wäre einfach eine gute Frage. Das ist ja eine ausgehöhlte Missbrauchsvokabel geworden, nachhaltig. Dafür muss ja sogar die Finanzwirtschaft herhalten. Und hier grätscht jetzt dann die EU-Kommission rein und macht neue Vorschläge für die sogenannte EU-Taxonomie und eben diese ESG-Kriterien. Jetzt bist du dran? Ich meine, viele wissen schon von ESG oder ESG. Was verbirgt sich dahinter? Also das Ganze ist ja ein Administrationsmonster. Du hattest gerade so gesagt, ganz klar so nebenbei, dass das Investitionen betrifft, die ausschließlich ökologisch und politisch korrekt. Es geht also nicht um ökologisch, sondern es geht um korrekt und politisch korrekt. Das heißt also, die Ökologie entlarvt sich damit schon mehr oder weniger als Überschrift, die ziemlich entwertbar ist. Die drei Buchstaben ESG, die stehen für Environment Social Governance. Und bei der EU-Taxonomie, also um die Tarifierung, da geht es darum, dass Investitionen ausschließlich in ökologisch und politisch korrekt agierende Unternehmen fließen sollen. Das hattest du gerade gesagt, nämlich durch eine Art Gesinnungsprüfung, die durch Ratingagenturen vorgenommen wird. Also eine Gesinnungsprüfung von Unternehmen. Und aus den Erfahrungen wissen wir natürlich längst, dass diese ESG-Bewertungen nicht unbedingt mit sinnvollen Umweltschutzmaßnahmen von Unternehmen zu tun haben, sondern vor allem den Interessen der Ratingagenturen selbst dienen, wovon dann beispielsweise auch wieder der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock oder der Finanzdienstleister MSCI dann profitieren. Es ist schon spannend, wie du immer wieder zu diesen Unternehmen zurückkommst. Ja. Also alle Ringschlüsse finden offenbar im Moment dort statt. Das Ganze passt ja zu unseren bisherigen Ermittlungen, nämlich dass die EU offenbar den privaten Finanzkonzernen dient und dabei geflissentlich die Anliegen der Bürger ausspart, umschifft. In diesem neuen Maßnahmenpaket schlägt die EU nun neue Vorschriften vor für Anbieter von ESG-Ratings. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Was heißt das? Also private Unternehmen in der EU werden von Ratingagenturen und indirekt von der EU-Kommission dahingegen kontrolliert, ob sie dieser Agenda des Green Deal Folge leisten. Und als neue EU-Taxonomie-Kriterien wurden genehmigt nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Das hat die Autorin der Achse hier aufgeschrieben. Ja, und das, was so nett klingt, bedeutet auf der einen Seite, dass diese angeblichen Ziele, die aus dem Herzen von Naturliebhabern entsprungen sein könnten, wobei wir wissen, dass diese tatsächlich hohen Forderungen eben nicht so klar der Umwelt dienen, wie man es glauben macht. Denken wir nur an den unfassbaren Sondermüll und die Gifte, die allein aus der Photovoltaik und der Windkraft resultieren. Es ist politisch inkorrekt, das zu diskutieren. Und das zeigt eben halt schon, dass es nicht darum geht. Oder an die Zerstörung der Umwelt durch die Batterienproduktion, der Boden, Kinderarbeit, Schändung von Menschen und so weiter. Auf der anderen Seite, das ist noch ein Aspekt, der auch wichtig ist dabei, wird damit der bestehende Aktienmarkt und deren Kriterien für die Kursbewertungen über den Haufen geworfen. Alle, die eine Aktienanlage haben, die sind ja daran interessiert, dass die Kurse nach oben gehen und der Wert des Unternehmens möglichst hoch ist. Und es werden mit hohen Kursen aber nicht mehr diejenigen belohnt, also die Unternehmen, die produktiv und nachhaltig agieren, sondern diejenigen, die den großen Finanzkonzernen, nämlich wie BlackRock und Co., die Gewinne zuschaufeln. Na, das ist das Interessante. Das Geniale ist, dass man hier den Deckmantel der grünen Renaturierung vorschiebt. Und für Aktien- und Fondsinhaber sind hier auch sehr hohe Risiken zu erwarten. Wie könnte man denn aus deiner Sicht alternativ arbeiten, eine ehrliche weltweite Umweltpolitik umsetzen? Es wird ja auch immer wieder gefragt, wie denn die Lösungen aussehen könnten aus deiner Sicht, Andreas. Ja, die Genialität liegt wie immer in der Einfachheit. Man könnte zum Beispiel schlicht humanitär orientierte Gesetze schaffen, die auch bestimmte Umweltzerstörungen klar definiert oder Menschenschändung, Kinderarbeit und so weiter. Und da rede ich nicht von CO2 oder anderen unsinnigen Narrativen, sondern wirklich von den schweren Vermüllungen zum Beispiel in den Meeren durch die vielen Billigprodukte, die man dann in den großen Märkten kaufen kann oder bestellen bei Amazon. Oder auch die Zerstörung des natürlichen Bodens bei dem Abbau der Rohstoffe, um die Batterien für Elektroautos zu bauen, die man dann auch noch als nachhaltig bezeichnet, die aber letztlich Kohleautos sind, weil der Strom natürlich zu großen Teilen aus Kohlekraftwerken kommt, wissen wir auch, weil man nämlich die uneffektiven angeblich alternativen Energieformen mit Wind und Sonne überhaupt nicht funktionsfähig bekommt. Das hat man zwar politisch angeordnet, aber die Physik einfach außer Acht gelassen. Hier sehen wir den Irrsinn in klarer Linie. Ich wollte dir nur sagen, es fängt gerade an zu regnen. Ja, der Bericht sagt was anderes aus, aber es wundert mich auch gerade. Ich wollte es nur aktualisiert haben an dieser Stelle, weil wir ja immer verlässlich zu berichten versuchen. Andreas, aber lass mal zum Thema zurückkommen. Wie will man denn oder kann man überhaupt weltweit ein solches Gesetz umsetzen, wenn beispielsweise Länder wie China sich weigern, diese Standards anzuerkennen? Da würde man ja niemals zu einem neuen Umweltbewusstsein kommen. Richtig, und du meinst damit die Gesetze, die ich jetzt vorgeschlagen habe, dann? Genau. Ich sage ganz ehrlich, warum soll das nicht gehen? Man setzt ja auch diese neuen Ratingstandards, die hier von der EU dargestellt wird, einfach um, die weltweit wirken, um damit Unternehmen zu ächten, die diesen Vorschriften eben nicht genügen. Genauso könnte man gesetzliche Schutzmaßnahmen einführen, die dann dazu führen würden, dass man mit Unternehmen oder sogar Ländern keinen Handel mehr betreibt, die die Umwelt überproportional belasten, um damit auf dem Weltmarkt dann einen Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Das ist ja sehr häufig, dass eben halt diese Schändung der Umwelt, die Schändung der Menschen und so weiter, die genutzt werden, um einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Also man könnte doch zum Beispiel einen gesunden Protektionismus, wie es übrigens die Wissensmanufaktur seit mittlerweile Jahrzehnten diskutiert, einführen. Schutz der eigenen Wirtschaft, das heißt Protektionismus. Aber natürlich haben die wirklichen Machthaber des Geldes überhaupt kein Interesse an einen solchen Weg, der nämlich letztendlich den Menschen dienen würde, weil man durch diese Protektionsmaßnahmen dann die Länder zwingen würde, zum Beispiel die Umweltverschmutzung oder die Kinderarbeit zu beenden.
Aber da fehlen dann die Profite der Kapitalkonzerne, also der Drahtzieher dieser ganzen Green Deal Agenda. Und aus diesem Grunde erfindet man dann lieber eine wissenschaftlich zweifelhafte Klimageschichte, mit der man dann die Menschen propagandistisch einfängt, in Panik bekommt, um dann unter Pseudo-Umweltmaßnahmen dann beispielsweise Entwicklungen voranzubringen, ja, die die neu geschaffenen Profite dann unter diesem Green Label dann verschleiert, aber vollziehen lässt. Also mit anderen Worten, diese Green Deal Maßnahmen, auf die ja auch Frau von der Leyen so wahnsinnig stolz ist, ausgeheckt mit vielen grünen deutschen Politikern, all das kostet wertvolle Zeit. Und eigentlich führt das alles überhaupt nicht in die richtige Richtung. Was müssen wir denn tun? Was können wir denn tun, um jetzt wirklich, also ich meine jetzt wirklich, ethisch saubere und umweltschützende Realpolitik einzuführen? Naja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich sehe das ja ganz genauso. Diese Green Deal-Maßnahmen, die vergeuden wertvolle Zeit, um sich um die Umwelt zu kümmern. Denn der Umweltschutz wäre jetzt extrem wichtig. Stattdessen wird man mit dieser Klimapropaganda hingehalten, anstatt diese Zeit zu nutzen, um endlich wirklich was für die Umwelt zu tun, was sinnvoll ist und nicht profitablen Interessen dient. Also wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen näher an. Das ist in dem Artikel der Achse des Guten auch ein bisschen ausführlicher dargestellt worden. Kleinere und mittlere Unternehmen, börsennotierte KMU und eine breitere Gruppe auch von Großunternehmen, die alle sind seit Januar diesen Jahres verpflichtet, über Nachhaltigkeit Berichte abzugeben. Insgesamt sind es rund 50.000 Unternehmen, die in der EU betroffen sind. So, und was die durchzustehen haben, das gucken wir uns jetzt dann auch mal an. Bereits 63% der Unternehmen aus dem Stoxx Europe 600, das ist der Aktienindex der 600 größten europäischen Unternehmen, die hatten bis Mai diesen Jahres ihre Taxonomiezahlen offengelegt. Und da heißt es weiter bei der Achse: Die deutsche Industrie- und Handelskammer kritisiert, dass die Zahl der deutschen Betriebe, die künftig den europäischen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen, von ca. 500 auf ca. 15.000 Unternehmen steigen werde. Diese Unternehmen müssten durch die neuen Berichtspflichten zahlreiche Daten erheben, offenlegen und regelmäßig berichten. Zudem werde die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch Auswirkungen auf weitere Unternehmen haben, wie etwa auf die Geschäftspartner, die Zulieferer der berichtspflichtigen Unternehmen, denn dieses berichtspflichtige Unternehmen werde zur Erfüllung der eigenen Nachhaltigkeitsberichtspflicht auf Informationen seiner Zulieferer zurückgreifen müssen und diese auffordern müssen, entsprechende Informationen zu liefern. Also für mich klingt das wie dieses Lied von Reinhard May, einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars und so weiter. Mhm. Das klingt ja wie wahnsinnig. Das ist wahnsinnig und vor allem symbolisiert es in einer historischen Form die aus meiner Sicht tatsächlich vorhandene Unkenntnis der Akteure in der Politik, die vom grünen Tisch im wahrsten Sinne des Wortes solche Dinge zusammenbasteln, ohne sich überhaupt vielleicht darüber im Klaren zu sein, was da eigentlich passiert. Und spätestens wird hier deutlich, worum es wirklich geht, dass die Akteure, auch die EU-Funktionäre aus meiner Sicht, überhaupt nicht verstanden haben, sondern das einfach nur weitergeben als Durchlauferhitzer. Und da gerade kleinere und mittlere Unternehmen diese ganzen Vorschriften gar nicht schaffen können, schon rein finanziell nicht und auch mangels versierter Mitarbeiter, dann werden sie diesen administrativen Anschlag der EU aus meiner Sicht überhaupt nicht überleben. Jeder weiß, der bis drei zählen kann, aus der Ökonomie kommt, dass ein Produkt seltenst von einem vom Urprodukt, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt hergestellt wird, sondern hunderte, teilweise tausende von Kleinbetrieben mit dabei sind. Wenn jetzt aber ein Endprodukthersteller nachweisen muss, dass die gesamten Umweltstandards eingehalten werden, dann müssen die an die Unternehmen der Zulieferer, die aber auch wieder Zulieferer haben, die auch wieder Zulieferer haben. Das heißt, das sind hunderttausende von Unternehmen. Es ist ein Büromonster, was nicht umsetzbar ist. Und da kannst du ja auch, wenn du einem
nicht gut willst, kannst du ja auch relativ schnell einen Grund finden, warum du den an die Wand nagelst. Genau, und da sehe ich auch das Ziel. Dieses aufgebaute Regelungsgeflecht ist überhaupt nicht beherrschbar. Und jeder, der bis drei zählen kann, der weiß das auch. Also ich gehe hier also von einem politischen Willen aus, übrigens nicht von den EU-Funktionären. Ich habe mit einigen schon gesprochen und denen schreibe ich ehrlich gesagt, mit denen ich gesprochen habe, das Abstraktionsvermögen ab, überhaupt zu verstehen, was sie da überhaupt tun. Aber ich gehe hier von einem hinteren politischen Willen aus, der offenbar oberhalb der EU-Vertreter gefasst wurde. Und eigentlich ist es ganz offensichtlich, wenn man das einfach mal durchdenkt, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist so logisch und einfach. Nun ist es aber so, dass berichtspflichtige Unternehmen, die die Umsetzung der an sie gestellten Anforderungen gar nicht packen können, das ist das, was du nämlich gerade sagst, zukünftig große Schwierigkeiten haben, jetzt kommt es auch bei der Aufnahme dringend benötigter Kredite. Denn die Banken sind natürlich ebenfalls im Schwitzkasten der EU, die wiederum abhängig ist von den tatsächlichen Machtinhaber, die hier die Interessen natürlich von BlackRock und Co. durchsetzen. Ich möchte mal, bevor wir gleich weitermachen, einen Satz aus den grünen Büchern vorlesen. Den habe ich, das haben wir beide gemeinsam gelesen, da haben wir gesagt, das müssten wir eigentlich mal zitieren. Da geht es um diese Zeit des sogenannten jüngsten Gerichtes. Und da heißt es wörtlich, und vielleicht ist das doch denn auch ein Trost. Doch die Stunde ist nicht fern, in der nunmehr ein Kampf beginnen muss, der bisher fehlte. Die Einseitigkeit hört auf. Es folgt ein scharfes Gegenübertreten, das jede falsche Anmaßung zerstört. Und da stehen wir davor. Wir sehen das ganz klare Dunkle, dem sehen wir regelrecht in die Augen. Und es sind sehr viele mehr, als wir glauben, die das erkennen. Und jetzt kommt der Punkt, wo man sich auch um Aug gegenübersteht. Und dann beginnt der eigentliche Prozess erst, um den es geht. Und wenn wir jetzt das Ganze quantitativ mal durchrechnen, dann werden wir Folgendes feststellen. Wie viele auf dieser Welt der Menschen sind diejenigen, die nachher Opfer sind, da untergehen? Und wie viele sind eigentlich quantitativ da, die diese Fäden ziehen und letztendlich alle anderen Menschen, ich sag mal, in diesem Schwitzkasten halten. Und dann werden wir feststellen, die Machtinhaber mit unter 1% der Weltbevölkerung sind etwas kleiner als die restlichen 99%. Und wenn sich das durchgesetzt hat, dann könnte auch irgendwann mal ein Sicherheitsdienst, eine Armee, eine Polizei, eine sonstige Exekutive schlicht und ergreifend sagen, stopp, wir machen nicht mehr mit. Ich stehe vor Gott. Ich stehe vor den Gesetzen der Natur. Ich möchte mich nicht weiter mit meinem Gewissen belasten und irgendwann eine Wechselwirkung kassieren, die, von der ich mich nicht mehr erholen kann eventuell. Das Risiko gehe ich nicht ein. Und genau davor haben sie Angst. Und wenn ich neulich diese Sendung gesehen habe, wo Markus Lanz mit einem vermeintlich linken Politiker gemeinsam dort in einem Gespräch war und dieser linke Politiker sogar ganz deutlich sagte nach dem Motto, und dann sind wir alle dran, auch Sie, Herr Lanz. Ich fand das wirklich beeindruckend, was da läuft. Und da wurde mir klar, in welcher panischen Reaktionen mittlerweile diese gesamten Institutionen arbeiten. Ja, zumal ja alles auch ans Licht kommt. Das gehört ja auch zu dieser Zeit und der Notwendigkeit der Aufklärung. Das ist das Gute, ihr Lieben, auch wenn einem hier wirklich bei dem Thema, das du hier ausgearbeitet hast, Andreas, da stockt einem ja der Atem. Wenn man also hört, dass es zigtausende Unternehmen sind, die jetzt in diese Zwangsschlaufe gesetzt werden. Und die EU, ja, die kriegt offenbar gar nichts mit oder vielleicht blendet sie das auch alles bewusst aus und klopft sich, und das schreibt hier die Martina Binnig bei der Achse, sie klopft sich lieber selbst auf die Schulter und stellt lapidar fest, wörtlich, um die Ziele des europäischen grünen Deals zu erreichen, wird die EU jedes Jahr zusätzliche Investitionen in Höhe von rund 700 Milliarden Euro benötigen. Der Großteil dieser Investitionen wird aus privaten Mitteln stammen müssen. Bevor ich jetzt hier zu einem vollmundigen 10-Punkte-Plan komme, Andreas,
Ganz kurz die Frage, ich meine, 700 Milliarden Euro jedes Jahr, was sind denn das für Dimensionen? Wir reden hier nur über ein Thema, nämlich den Green Deal. Richtig. Und 700 Milliarden, um es nochmal klar zu machen, sind 700.000 mal eine Million. 700.000 mal eine Million. Und wer zahlt die denn jetzt, wenn man von Investitionen spricht? Ganz einfach. Ihr, die Zuhörer von ARD, die Zuhörer vom Bayerischen Rundfunk, der zu 20% von AfD-Sympathisanten finanziert wird, wie wir vorhin festgestellt haben. Alle diese Dinge, das spielt eine gigantische Rolle. Das sind nämlich keine Gelder, die vom Himmel fallen oder die mit einem Hubschrauber abgeworfen werden, sondern die in irgendeiner Form über Schuldsysteme oder über sonstige Drangsalierungen vom Bürger herausgequetscht werden müssen. Also, wir kommen mal zu diesem 10-Punkte-Plan, den man vollmundig angekündigt hat, und zwar zum Thema Nachhaltigkeit, wo wir ja die üblichen Propagandafloskeln hören, um sie vielleicht auch in die Köpfe der Menschen reinzuhämmern. Also, wir fangen mal an, das vorzulesen. Erstens, Gewährleistung eines neuen europäischen Gesellschaftsvertrags mit einer erneuerten Sozialpolitik und einem Schwerpunkt auch auf hochwertigen sozialen Dienstleistungen, was immer. Ja, du lachst, Andreas. Ja, das sind wunderbare Wortmonster und Satzmonster, die gut klingen, wenig Sinn machen und vor allem der Realität entbehren, aber der Bürger fängt an zu nicken. Zweiter Punkt: Vertiefung des Binnenmarkts zur Förderung einer widerstandsfähigen, klimaneutralen Wirtschaft mit Schwerpunkt auf offener strategischer Autonomie und wirtschaftlicher Sicherheit. Wiederum Floskeln. Man könnte es auch mit Blabla unterschreiben, genau wie die nächsten Punkte. Stärkung des Angebots der EU auf globaler Ebene im Hinblick auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern. Oder der nächste Punkt: Unterstützung der Umstellung auf nachhaltige Produktions- und Konsummuster durch Regulierung und Förderung eines ausgewogenen Lebensstils. Ich lese immer nur Regulierung, Andreas, und wer sich den Regulierungen unterwirft, der kriegt auch Förderung. Und wer sich nicht unterwirft, der bleibt ganz hinten und ist abgehängt. Richtig, aber das Ganze unter dem Begriff letztendlich der völlig ungreifbaren Absichtserklärungen, ohne Garantien, ohne irgendeiner klaren Definition, sondern das sind einfach nur wunderbar klingende Absichtserklärungen, die von Werbeagenturen entwickelt wurden. Ja, aber eben leider dann nicht doch nur das. Denn die ganzen Maßnahmen, wie du es ja gerade vorher vorgetragen hast, die stehen ja schon, die greifen ja schon, die betreffen die Unternehmen ja schon. Es sind also nicht nur Floskeln, sondern es sind, ja, gut verpackt oder furchtbar verpackt, ganz klare Gesinnungswäschen. Richtig, also man nennt es hier ja eine Art Begründung, warum man diese ganzen Sachen machen muss mit ESG und so weiter. Und diese ganzen Begründungen selbst sind eben nur die Floskeln. Und damit erkennt man eben halt, dass es gar nicht darum geht, irgendetwas zu verändern im Sinne der Menschen, sondern mit Werbeagentur-designten, markanten, vollmündigen Aussagen, die kaum einer zuordnen kann, damit darzustellen und zu erklären, warum man dieses Bürokratiemonster überhaupt braucht. Für mich stellt sich das so dar, es ist ein Verlassen aller menschlichen Ebenen. Es Ja. ist eine kühle, kalt, nüchterne Verstandesregelung, die jetzt hier auf die Menschheit niedergedrückt wird. Die Unternehmen haben, die finden keine Gnade mehr. Keiner mehr, der sagt, aber ich mache doch schon und ich würde das so und so. Es gibt da ja auch keine Verhandlungsspielräume mehr, sondern es sind eiskalte Regeln, die den Unternehmen aufgebürdet werden nach dem Motto, friss oder stirb. Richtig, und das Entscheidende ist, dass, wie gesagt, Unternehmen von Unternehmer kommt und von Unternehmen selbst, dass jemand etwas unternimmt. Deshalb heißt es Unternehmen und nicht Unterlasser. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen, dass diese
Maschinen, diese Urkraft, diese Wurzel, dieser Pionier des Fortschritts, der neue Gebiete erobert und annektiert durch Unternehmertum, dass der abgeschafft wird und ersetzt wird durch einen stumpfen Diener und einer zentralen Oberregierung, die auch noch das Denken für ihn übernimmt und ihn dann eben mit genmanipulierter, ökologischer, landwirtschaftlicher Produktion dann beglückt. Ja, wenn überhaupt noch eine landwirtschaftliche Produktion da ist, weil ja Solaranlagen auf den Feldern jetzt gebaut werden und die Bauern mehr oder weniger enterbt werden. Ja, und man ahnt natürlich, was alles das hier noch bedeuten mag. Ich lese nur noch ein bisschen rein. Ich mag das nicht alles mehr vorlesen. Ja, die nächsten beiden Punkte vielleicht noch, weil man spürt es schon. Entwicklung hin zu einem Europa der Investitionen durch öffentliche Maßnahmen zur Mobilisierung von Finanzmitteln für den Übergang. Ja, und? Ja gut, also hier soll also der Steuerzahler, öffentliche Maßnahmen sind letztendlich Steuerzahlungen. Der Bürger, der jetzt schon nichts mehr hat, soll jetzt also das Ganze finanzieren als Übergang, bis die wohlhabenden Reichen aus den Kapitalsammelbecken die Vorfinanzierung, das heißt das Hauptrisiko, die bei dem Bürger liegt, dann anschließend nur noch abschöpfen und übernehmen können. Sie machen auch keinen Hehl daraus. Das heißt, Gewährleistung der Nachhaltigkeit der öffentlichen Haushalte durch einen wirksamen Steuerrahmen und wirksame öffentliche Ausgaben. Ja, okay, ich kann gern zu allem was sagen, weil dieser Steuerrahmen beispielsweise ist interessant. Wir haben ja die Steuern, die wir bezahlen. Dieser Begriff Steuern, der kommt ja daher, dass der Staat die Menschen steuert. Deshalb werden sie ja besteuert und gesteuert. Das gehört ja unmittelbar zusammen. Und dass man hier einen Steuerrahmen natürlich braucht, der kalkulierbar ist, das ist das Entscheidende. Wir sehen aber an all den Entwicklungen, nicht nur in den letzten 10 Jahren, sondern schon letztendlich in den letzten 30, 40 Jahren, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen, also die Steuerung des Staates gegenüber den Bürger, absolut unkalkulierbar sind. Deshalb gehen so viele Unternehmer weg. Ich habe einen guten Freund, der mir gerade erzählt hat, der hätte sich mit mehreren mittelständischen Unternehmen gerade getroffen in einer Kneipe. Und zwar, die kannten sich alle nicht. Und die hatten alle so Mitarbeiter unter Zahl von 60 bis 100 Leuten. Alle diese Unternehmer haben gerade ihre Situation so vor, dass sie das Land Deutschland verlassen wollen. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber der hat mir das sofort geschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, er war erschüttert und ich war es letztendlich auch, weil das ist nämlich genau das Ziel und das, was dabei rauskommt. Ja, und man könnte so weitermachen, weitere Anpassung politischer und wirtschaftlicher Indikatoren zur Berücksichtigung von nachhaltigem und inklusivem Wohlergehen, unter anderem durch entsprechende Anpassungen des BIP. Ja, also auch das hier natürlich wieder letztendlich eine Situation, dass es hier um den Wohlstand geht, denn immer wieder darstellt, wie sich das verträgt damit, dass man gleichzeitig den Wohlstand für die Bürger hier suggeriert und sagt, dass die öffentliche Hand, also der Bürger, eine Übergangsfinanzierung im Interesse der privaten großen Kapitalsammelbecken wie BlackRock zu finanzieren haben. Das erschließt sich eben halt dann doch nicht, wenn man nachdenkt. Ja, und ihr werdet alle sehr glücklich sein, wenn ihr hört, dass einer der Punkte auch der Stärkung der Demokratie dienen soll, wobei die Generationengerechtigkeit im Zentrum der Politikgestaltung steht, um so die Unterstützung für den Übergang zu verstärken. Was meinen die damit? Naja, die Generationengerechtigkeit bedeutet, dass die jungen Leute jetzt eine Chance haben sollen und die älteren Leute letztlich die Täter sind. Oma ist die alte Umweltsau. Das haben wir damals gehört beim WDR. So wird gearbeitet und so wird eine Maschine gemacht. Also nicht die Leistungsträger, die die Wirtschaft aufgebaut haben, sind diejenigen, die beispielsweise generationengerecht behandelt werden, sondern diejenigen, die jetzt neu dazukommen. Und hier werden zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt, Junge und Alte. Es sieht so aus, als ob die Alten mehr oder weniger über die Verhältnisse gelebt haben und den Jungen ein Chaos hinterlassen haben. Und die Jungen sind jetzt die Opfer, die Alten die Täter. Real ist das genau das Bild, das vermittelt werden soll, mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Das Problem ist, dass das Vermögen systematisch über die letzten Jahrzehnte abgesogen wurde
durch BlackRock, durch Vanguard, durch die Milliardäre, die sich in Davos beim WEF treffen und dort ihren privaten Club haben, wo sie mit ihren privaten Flugzeugen anfliegen oder mit ihren Teslas vorfahren, die dann mit Strom gespeist werden, wo die Dieselgeneratoren dann hinter der Halle stehen, die das letztendlich produzieren, den Strom. Genau diesen Unsinn kann man eben halt nur dann verkaufen den Menschen, wenn man hier eine solche Propaganda fährt. Ja, und es wird hier natürlich auch der Weg bereitet für, naja, Katastrophenprävention, Ergänzung des Katastrophenschutzes durch die Katastrophenprävention, durch Stärkung des EU-Instrumentariums für Vorsorge und Reaktion. Da sind wir ja dann wieder bei den Machtplänen der WHO und auch der Vereinten Nationen. Na klar, da wird zum Beispiel Genf angesprochen, wo die WHO und die Vereinten Nationen eben halt ihren Sitz haben, maßgeblich in Europa. Und die sollen dann eben halt diese Dinge wie zum Beispiel Lockdown, man wird zu Hause bleiben oder man wird dann irgendwann auch mal festgenommen, wenn man durch eine Stadt läuft, obwohl gerade irgendeine Lockdown-Situation da ist. Das heißt, die Freiheit wird eingeschränkt und genau so wird das gemacht. Interessant ist aber, beim oberflächlichen Lesen klingt dieses von Werbetextern entwickelte Spiel, was ja mit Copy und Paste immer wieder in einer etwas anderen Form den Menschen eingehämmert wird, eingetrichtert wird, aber es damit trotzdem nicht wahrer wird oder realistischer, nur weil man diese Überschriften ständig wiederholt. Diese gigantischen Milliardensummen für die Transformation finden wir dann neben den üblichen Narrativen wie dem ominösen CO2-Fußabdruck. Wer hat diesen Begriff eigentlich erfunden? Völlig irrsinnig, aber so wird er halt genannt. Übrigens auch dann wieder, indem man eine angemessene Erhöhung der Kosten interessanterweise auch für Kriegsgerät anvisiert. Also offenbar gehört das auch mit zum Green Deal. Wir brauchen mehr Rüstung, mehr Bomben, mehr Streubomben vielleicht, die wir von USA in die Ukraine noch liefern. Und der Bundespräsident Steinmeier das Ganze dann auch duldet und sagt, da brauche ich gar nichts zu sagen. Ein unfassbares Versagen eines Bundespräsidenten, wie ich es übrigens in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik nicht ein einziges Mal erlebt habe. Und ich habe schon viele Dinge erlebt, die mich geschockt haben. Da gibt es jetzt inzwischen auch, wie ich gesehen habe, von einigen Anwälten Klagen gegen Herrn Steinmeier. Ja, so ist es genau. Und jetzt geht es also auf jeden Fall hier in diesem Fall um den Green Deal. Und zu diesem Green Deal gehört dann eben halt auch alleine, dass im Jahre 2021 die Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten schon auf 214 Milliarden Euro pro Jahr angestiegen sind. Und bis 2025 werden zusätzliche Ausgaben in Höhe von 75 Milliarden Euro für den Aufbau angemessener Verteidigungsfähigkeiten prognostiziert. Und für diese Argumentation gibt es dann wieder ein anderes bekanntes Narrativ. Und das sind dann die Russen. Du immer. Mann, was mich hier wirklich überrascht, was mich wundert, das ist jetzt hier unter anderem, kamen noch ein paar andere Informationen rein, aber das Grundlagenwerk eines Artikels bei der Achse des Guten, das sind ja nun auch freie Journalisten, die schon viel für Aufklärung getan haben. Aber warum hält nach wie vor die Hofberichterstatterpresse still? Ich sehe kein Engagement. Ich meine, es geht doch allen irgendwann an den Kragen. Man muss doch eins und eins zusammenzählen können. Aber das ist das große Schweigen. Deshalb freuen wir uns über die neuen Kollegen Apollo. Und ich habe gestern da einen interessanten Twitter-Eintrag gelesen, der es so ziemlich auf den Punkt brachte. Ich habe leider die Quelle nicht gefunden. Also da wurde der Fachkräftemangel bei den Journalisten hinterfragt. Und beweisen kann man diese Frage natürlich relativ einfach anhand der unqualifizierten Artikel, die wir hier täglich erfahren oder gerade sogar von der EU gelesen bekommen, ohne dass irgendein Journalist zum Beispiel dahinter fragt. Offenbar kann man zum Beispiel in den Redaktionen der Medien nicht unterscheiden, zum Beispiel zwischen der Nennleistung von Wind und Solar gegenüber der tatsächlich gelieferten Energie. Auch interessant. Es gibt nämlich in irgendeiner Form eine Nennleistung und das, was hinten rauskommt, wird überhaupt nicht unterschieden. Die Journalisten, das stelle ich auch aktuell fest, können auch die Boden von der Lufttemperatur nicht unterscheiden. Und jeder weiß, wenn die Sonne scheint und der ist mal über einen harten, heißen Asphalt gelaufen, dass er sich die Füße verbrennt, aber trotzdem
trotzdem nicht an der Haut verbrennt, wenn er durch die Luft geht. Und da werden dann solche Dinge gebracht, wir haben 40 Grad zu erwarten, man meint damit aber die Bodentemperatur, weil in Wirklichkeit sind es nur 27 Grad, die in der Luft waren. Und ich sage mal, viele Journalisten sind großteils übrigens immer noch von Masken, Lockdowns und so weiter überzeugt und glauben, dass die Covid-Impfung quasi den sicheren Tod verhindert. Und sie glauben offenbar auch, dass der Ukraine-Krieg erst 2022 begonnen hat und dass man Russland auf dem Schlachtfeld besiegen müsse. Und diese Journalisten, die bauen da auch ein Bild auf, dass zum Beispiel nicht der Freibadschläger oder Prügler, haben wir gerade aktuell, oder Messermänner das Problem sind in den Städten, sondern das Problem sind ganz klar die Rechten, die sich deshalb darüber Sorgen machen zum Beispiel. Und viele Journalisten finden auch die Null-CO2-Nummer als Ziel bis 2045 absolut super und wundern sich gleichzeitig über den Niedergang von Wirtschaft und Wohlstand. Und Journalisten diffamieren auch sogenannte Querdenker, aber geben gleichzeitig der einer vom Ausland gesteuerten Sabotageorganisation, nämlich der letzten Generation, satte 6 Minuten 30 Sendezeit im Hauptprogramm des zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Fernsehens. So, warum sollten dieselben Journalisten ausgerechnet bei den Zerstörungsprogrammen der kleinen und mittelständischen Betriebe im Rahmen eines sogenannten Green Deals, den man angeblich vorstellt, sinnvolle Fragen stellen? Und da wiederholt man dann doch lieber die sinnfreien Floskeln der Klimalobby, wie wir es bei der EU ja auch täglich erleben müssen. Ja, danke schön für diese Ausführungen. Es gibt natürlich schon viele Menschen, die auch sich Gedanken um die Zukunft dieser Erde machen und ansetzen bei der Berichterstattung in den Hofmedien. Und wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe. Wir werden Aufklärung bekommen, ihr Lieben. Und wir werden daran noch teilnehmen, wenn der Himmel es uns erlaubt. Und ich möchte noch auf einen Artikel kommen, auch wenn der Andreas seine Aktentasche schon gerade wieder packt und gleich gehen will. Der hat noch was vor heute. Möchte ich noch auf einen Artikel kommen, wenngleich ich hier noch ein paar hätte. Dieser Artikel ist erschienen bei Legitim aus der Schweiz. Jan Walter hat den veröffentlicht. Und zwar geht es um einen Nobelpreisträger für Physik aus dem letzten Jahr, der die Erzählung von dem angeblichen Klimanotstand als Pseudowissenschaft bezeichnet und nicht nur er alleine. Und ich möchte, bevor wir in den Artikel kurz reingehen, möchte ich nochmal zusammenfassen, das gesamte Elend, das wir gerade besprochen haben, wird aufgebaut auf diesem Klimawandel-Narrativ. Und es gibt tatsächlich andere Meinungen als die, die bei der Tagesschau dazu veröffentlicht werden, bei anderen großen nicht nur öffentlich-rechtlichen, also zwangsgebührenfinanzierten Sendern, sondern auch bei den Hofberichterstattungsmedien aller Art, die dem kaum etwas entgegenzusetzen vermögen. Oder wenn man sich dann die Wettervorhersagen im Fernsehen anguckt, stehen dann die Wetterfrösche vor glutroten Karten, obwohl da Werte von 27 Grad eingetragen sind. Genau, und in den USA sind es auch 27 Grad und da steht auch eine Wetterberichtkarte und da ist die Wetterberichtkarte grün. Es wird also nur mit Propaganda gearbeitet und das ist mittlerweile dermaßen erschreckend, dass sich auch Meteorologen und Wetterberichte-Menschen, die dort vorne stehen im Fernsehen und dann das Wetter ansagen, sich offenbar auch nicht zu schade sind, da irgendwie mitzumachen. Mal abgesehen von den ganzen Journalisten und Moderatoren, die da letztendlich rumlaufen. Wir können die Situation relativ einfach zusammenfassen. Wenn wir von einer Greenhouse, von einem Greenhouse-Effekt, von einem Treibhauseffekt sprechen und wir uns einfach mal draußen umgucken und feststellen, wir sind gar nicht in einem Treibhaus, dann hat sich diese Treibhausgeschichte schon erledigt. Das heißt, schon alleine dieser eine Satz widerlegt schon die Grundlage, auf der diese Klimaerzählung aufgebaut ist. So richtig wohl ist es einem nicht, wenn man weiß, darüber haben wir auch in den letzten Monaten mehrfach berichtet, wo diese Klimakipppunkttheorie hergekommen ist, auf der sich ja alles mehr oder weniger begründet, nämlich aus dem Potsdamer Klimaforschungsinstitut. Irgendwie ist der
Boden auch immer in Deutschland, wo man auf solche Ideen kommt. Auf jeden Fall wollen wir jetzt auf Herrn Dr. John Clauser kommen. Er ist Mitgewinner des Nobelpreises für Physik 2022. Der hat jetzt einen scharfen Angriff auf dieses Klimanotstandsnarrativ gestartet und es als wörtlich gefährliche Korruption der Wissenschaft, die die Weltwirtschaft und das Wohlergehen von Milliarden von Menschen bedroht. Er stellt fest, dass sich die fehlgeleitete Klimawissenschaft wörtlich in eine massive schockjournalistische Pseudowissenschaft verwandelt hat. Ja, das kann man einfach nur unterstreichen. Ich hatte mal irgendwann ein Video darüber gemacht, dass die Wissenschaft selbst verlassen hat und mittlerweile nur noch als Akteure einer politischen Korrektheit aktiv sind. Zum großen Teil. Und ich bitte, dass sich nicht alle angesprochen fühlen, denn es gibt auch ernstzunehmende Wissenschaftler. Allerdings treten die weniger im Fernsehen auf, weil die geächtet werden. Also dieser Dr. John Clauser ist einer der führenden weltweiten Experten auf dem Gebiet der Quantenmechanik, der Untersuchung von Materie und Licht auf subatomarer und atomarer Ebene. Und nicht nur letztes Jahr war er beteiligt am Nobelpreis, sondern 2010 wurde ihm der Wolf-Preis für Physik verliehen, der nach dem Nobelpreis als zweithöchster Physikpreis gilt. Also er redet nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern er ist ja von der Welt anerkannt als Wissenschaftler. Zum Glück gibt es solche auch noch, die sich mutig äußern, vielleicht auch um ruhig schlafen zu können. Weil wenn man wirklich dahinter schaut und sieht, was hier gerade weltweit aufgebaut wird, fängt man an, davor zu warnen, dass es Milliarden Menschen in den Wahnsinn treibt. Ich möchte ganz kurz dazu sagen, es wird so dargestellt, als müsse man auch irgendwie eine hohe Qualifikation haben, um diesen sogenannten Klimawandel zu verstehen. Das braucht man nicht. Das ist im Prinzip 5. bis 7. Klasse Physik. Es gibt einen thermischen Hauptsatz, es gibt da verschiedene Arten mit das warme Luft mehr Wasser beinhalten kann als kalte Luft und so weiter. Es gibt ein paar physikalische Grundsätze und die kann man in einem normalen Schulbuch, am besten eins aus der DDR, die hatten damals die besten Schulbücher über Physik. Am besten guckt man in so etwas einmal rein und dann kann man es alleine ableiten. Allein die Tatsache, dass man versucht, hier einen wissenschaftlichen Nimbus drüber zu installieren, um zu sagen nach dem Motto, wer nicht studiert hat, der kann das nicht verstehen und der muss dann eben halt glauben, was die da drüben sagen, das ist einfach die Unwahrheit. Das ist immer wieder beruhigend, wie du das auf den Punkt bringst, um eben auch denkende Menschen zu ermuntern, einfach dran zu bleiben und selber nachzuforschen. Und das habe ich auch im Laufe hier unserer Zusammenarbeit und unseres Zusammenseins lernen dürfen, dass manche Dinge, ich meine, ich bin keine Studierte, ich habe nirgendwo studiert, außer das Leben. Und dass manche Zusammenhänge, von denen ich mich gar nicht getraut habe zu sprechen oft, weil ich nicht studiert habe, wo du gesagt hast, doch genau so ist es und schau mal genau hin, es ist nur logisch. Also dass man wirklich als Mensch sich dieses logische Denken auch wieder zutraut und nicht so weggewiesen wird als Dummkopf. Große wissenschaftliche Entwickler oder welche, die Durchbrüche geschafft haben, sind übrigens meist keine Wissenschaftler gewesen oder oft, sage ich mal, keine Wissenschaftler gewesen, sondern Menschen von natürlicher Art. Denken wir an einen Viktor Schauberger, der als Förster in Österreich gearbeitet hat und hatte dort die Wirbelungstechnik allein durch die Beobachtung der Natur ganz dezidiert erkennen können und hat daraus Größen abgeleitet, die heute weltweit anerkannt sind. Und das ist immer wieder der Fall. Es gibt auch, wir hatten gestern übrigens darüber gesprochen, in einem der Kapitel, das ist ganz interessant, in unseren grünen Büchern, es gibt eben halt auch bestimmte Eingaben, die nämlich tatsächlich aus der Kraft der Schöpfung in uns hineinkommen, die einen manchmal die Geistesgegenwärtigkeit ganz klar vor Augen führen. Während ein Wissenschaftler versucht, sich die Sachen zu erarbeiten, rein auf der Verstandesebene und dabei die geistige Ebene meist völlig außen vor lässt. Und eine reine Verstandesarbeit ohne geistige ist genauso falsch wie eine rein geistige Sichtweise ohne den Verstand. Wenn es um solche Themen geht. Das heißt, wir müssen letztendlich auf beiden Gehirnhälften an der Stelle ganz koordiniert arbeiten, aber unter der Führung der geistigen Ebene. Und wer das verstanden hat,
der kommt plötzlich ganz, ganz weit. Und diejenigen, die rein wissenschaftlich unterwegs sind, sind meistens so eingeschränkt, dass sie die Zusammenhänge irgendwann gar nicht mehr verstehen können, weil ihr Wissen sie selbst blockiert. Nur Mut, ihr Lieben, immer wacker, kleiner Racker, sagt Andreas immer zu mir, wenn ich versuche, was zu verstehen. Wir können wirklich, wenn wir logisch denken, können wir viel mehr uns klar machen, als wir es eigentlich denken. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Worte von diesem Nobelpreisträger John Clauser in Sachen Klimapolitik loswerden hier. Er sagt, die Klimapseudowissenschaft, die sei zum Sündenbock für eine Vielzahl anderer, nicht damit zusammenhängender Übel geworden. Es wurde von ähnlich fehlgeleiteten Wirtschafts-Marketing-Agenten, Politikern, Journalisten, Regierungsbehörden und Umweltschützern gefördert und verbreitet. Wörtlich sagt er, meiner Meinung nach gibt es keine echte Klimakrise. Es besteht jedoch ein sehr reales Problem darin, der größten Weltbevölkerung einen angemessenen Lebensstandard zu bieten, und es besteht eine damit verbundene Energiekrise. Letzteres wird durch eine, meiner Meinung nach, sagt er, falsche Klimawissenschaft unnötig verschärft. Und er ist nicht der einzige Nobelpreisträger für Physik, der dieses feststehende wissenschaftliche und politische Narrativ des Klimawandels in Frage stellt. Die Weltklimaerklärung wurde von rund 300 Klimaprofessoren unterzeichnet und besagt unterm Strich, es gibt keinen Klimanotstand. Hauptunterzeichner ist der Nobelpreisträger Professor Ivar Gjewa. Klimamodelle, sagt er, seien als globale politische Instrumente nicht im Entferntesten plausibel. Und ja, ich stelle euch diesen Artikel nachher noch ein, weil es werden noch mehr Professoren hier genannt. Zum Beispiel das vielleicht noch, Andreas, der spricht sich gerade schon mit der Kapelle ab. Der will nämlich wirklich Schluss machen. Die Aktentasche, die steht gepackt da. Warnte, also letzten September warnte der führende Kernphysiker Dr. Wallace Mannheimer, dass Net Zero das Ende der modernen Zivilisation bedeuten würde. Er stellt fest, dass die neue Wind- und Solarinfrastruktur scheitern, Billionen kosten wird, große Teile der Umwelt zerstören und völlig unnötig sein würde. Dem Climate Industrial Complex sei es irgendwie gelungen, viele davon zu überzeugen, dass CO2 in der Atmosphäre, ein für das Leben auf der Erde notwendiges Gas, das mit jedem Atemzug von uns ausgeatmet wird, ein Umweltgift ist, hat er hinzugefügt. Ja, diesen Artikel stelle ich euch nochmal ein, eine Ansammlung von wissenschaftlichen Expertisen über diesen Wahnsinn, der da läuft. Aber bitte bleibt in der Ruhe, denn wir befinden uns in einer bemerkenswerten Zeit eines Nadelöhrs. Ja, und wir bleiben auch in der Ruhe und wir werden auch nicht müde, diese Themen, solange wir können, weiter euch mit euch gemeinsam zu teilen. Und darauf freuen wir uns jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Super abmoderiert. Das mache ich, also für einen Laien ist das doch in Ordnung, oder nicht? Du bist kein Laie, du bist ein Profi. Ich bin Profi? Profi. Ich höre zum ersten Mal, also ich bin ein Profi. Komme ich jetzt ins Fernsehen?